Richtung Steuerbord, also rechte Seite, die normalerweise am Grund langsam gezogen wird, dann wird Sandwasser überschwemmt, vom angesaugten Wasser wieder rausgesprungen und geht es wieder Richtung Nordsee. Und mit der gewaltigen Kanone vorne, direkt am Stehen, wird sie angebaut, sind wir jetzt 400 Meter weit wegschießen. Also so ein Schiff zum Beispiel, in Playa del Carmen, in Mexiko, nach dem Hurricane Katrina, so breit, dass alle Hotelgäste sich da ausbreiten können. Da kann man sogar noch Fußball spielen.